Hallo Leute und willkommen zu meinem ersten WM-Orakel. In dieser Serie werde ich jeden Tag, an dem Spiele der Fußball-WM stattfinden, ein Video hochladen, in dem ich mit 4 Boostern den Ausgang der Spiele orakeln, vorhersagen, tippen, wie auch immer werde. Den Anfang macht der heutige Tag, an dem ein Spiel ist, nämlich das Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien. Und wie man es auch schon von anderen Orakelspielen gewohnt ist, 2 Booster für die erste Halbzeit, 2 Booster für die zweite Halbzeit. Ich habe mich bewusst für die Sticker entschieden, weil hier jedes Team 18 Spieler hat, während bei der Sammelkartenserie, bei der Adrenalin XL Serie ja nur manche Teams aus 18 Spielern bestehen, viele nur aus 9 Spielern. Und da habe ich beschlossen, ich mache das dann hier rüber. Es zählen demnach auch nur die 18 Standardspiele einer Mannschaft. Also es zählen nicht die beiden Legends-Sticker oder so irgendwas und auch keine Logos oder sonstiges. Also es zählen wirklich nur die Spieler. Und ja, dann kann man auch wirklich noch richtig sehen, hinterher, wer die Tore geschossen hat dann quasi. Und genau, das so werden wir vorgehen. Und wir werden jetzt erstmal mit dem ersten Spiel anfangen. Wie gesagt, Eröffnung der WM in Russland. Das erste Spiel. Russland gegen Saudi-Arabien. Und wir beginnen mit Halbzeit Nummer 1. Mal schauen, wie dieses Spiel ausgehen wird. So, das geht direkt los mit Saudi-Arabien. Abdulmalek Al-Kaibri ist der Torschütze. Mit dem 1:0 für Saudi-Arabien. Dann hätten wir Markus Berg, Schweden, die spielen nicht. Cristiano Ronaldo, Portugal. Ali Gaber, Ägypten und Omar Gaber, Ägypten. Also, immer erste Halbzeit, ein Tor schon gefallen, direkt zu Beginn, ein sehr schnelles Tor und es geht weiter. Panama, Michael Murillo, Costa Rica, Brian Ruiz, dann haben wir Dänemark, Andreas Cornelius, Tunesien, Ayman Abdennour und Mexiko, Uribe Peralta. So, das war die erste Halbzeit. Zwischenstand 1:0 für Saudi-Arabien. Der Gastgeber liegt hinten. Schauen wir mal, ob sich das in Halbzeit 2 ändern kann. Kommt Russland zurück? Oder baut Saudi-Arabien die Führung aus? Casemiro, Brasilien. Oh, oh, oh. Omar Hafsavi, Saudi-Arabien schießt das 2:0. Um Himmels Willen. Das sieht aber nicht gut aus für den Gastgeber. Victor Nilsson Lindelöf für Schweden. Ricardo Rodriguez für die Schweiz und Luis Oval für Panama. Oh, oh, ich sehe schwarz. Es geht weiter. Zweite Halbzeit. Munir Mohamedi für Marokko. Brian Ruiz für Costa Rica. Giuliano für Brasilien. Kyle Walker für England und IG Kawashima für Japan. Also, Endstand nach 90 Minuten 2:0 für Saudi-Arabien. Der Gastgeber hat das Eröffnungsspiel leider verloren. Und so haben wir einen ersten Endstand 2:0 für Saudi-Arabien. So, morgen gibt es dann die nächsten Spiele. Morgen sind es dann 3 Spiele, die stattfinden. Und zwar hätten wir morgen Ägypten gegen Uruguay, Marokko gegen Iran und Portugal gegen Spanien. Gut, die wird es dann morgen in einem Video geben. Und dann so und so weiter und so fort, immer zu Spieltagen. Also wenn Spiele an dem Tag sind von der WM, wird es auch ein Video geben, wo diese Spiele orakelt werden. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen hier, dieses kleine Orakel. Die nächsten werden dann auch ein bisschen länger, hoffe ich. Nee, Quatsch, werden sie nicht, weil es werden trotzdem nur 4 Booster ausgepackt. Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr liegen und ein paar mehr Ergebnisse. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer Bescheid. Ansonsten danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.